Da ich heute erst vom Novogok zurückgekommen bin, entschuldige ich mich mal, dass sich meine Stimme ziemlich ranzig anhört. Aber das Thema des heutigen Videos ist der Vergleich der republikanischen Credits mit den uns bekannten Euro. Eine genaue Antwort, wie viele Credits ein Euro bzw. wie viele Euros ein Credit ist, gibt es nicht. Ich habe mich jedoch durch mehrere Star Wars Foren gelesen und aus all diesen dort entstandenen Entschlüssen habe ich dann einen Mittelwert gebildet. Dieser sagt, dass ein republikanischer Credit etwa 3,5 Euro wert ist. Wichtig hierbei ist jedoch, dass es sich um normale republikanische Credits handelt, da der Wert der neu republikanischen Credits zur Zeit des Imperiums extrem schwankte. So kostete ein Lichtschwert auf dem Schwarzmarkt zwischen 20.000 und 500.000 Credits. Das macht nun schon mal 70.000 bis 1,7 Millionen Euro für ein Lichtschwert. Eine DH-Blasterpistole kostete etwa 550 Credits, was etwa 2.000 Euro macht, was für eine Laserpistole, sage ich mal, ein ganz akzeptabler Preis ist. Komplett wahnsinnig wird es dann, wenn man sich die großen Raumschiffe anschaut. So wird der Preis für die Executor auf etwa 1,1 Milliarden Credits geschätzt, was fast 4 Milliarden Euro sind. Utopisch wird es dann beim Todesstern, denn dessen Preis wurde auf mehrere Billiarden Credits geschätzt. By the way, das ist eine Zahl mit unglaublichen 12 Nullen. Wenn man auf der gesamten Erde alles Bargeldkonten, Derivatpapiere und Aktien zusammenzählt, kommt man gerade mal auf etwa eine Billiarde Euro. Wirklich physisch vorhanden, also Geld in Form von Münzen und Scheinen, sind sogar unter Anführungszeichen nur 35 Billionen Euro. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich, dass der Todesstern quasi so gekauft wurde, sondern dass der eher unter anderem auch unter Sklavenarbeit und durch die Unterdrückung ganzer Planeten einfach so viele Materialien gefördert wurden, dass einfach genug für den Bau vorhanden waren. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so für republikanische Credits kaufen würdet. Also ich muss sagen, so ein Lichtschwert, oh, das wäre schon was. Aber das war's nun auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Und wenn euch mein Content allgemein gefällt, dann könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.